Herzlich willkommen bei den Snackschmeckern. Welcome, Ladies and Gentlemen, heute geht es nach Schottland. euren Lieblingssnacktestern. Zumindest kulinarisch, zumindest snacktechnisch. Wir haben hier so ein süßes, herzallerliebstes Köfferchen gefüllt mit schottischen Shortbread-Keksen, die man vornehmlich zum englischen Tee Yes, knabbert. indeed. Machen das die Schotten auch überhaupt so mit dem englischen Tee oder ist das eine rein britische Geschichte? Oh, Gute Frage. Nachher das. erzähle ich nämlich hier Käse und die Ich trinken nehme an, dazu lieber ja. einen Ich sage jetzt einfach Whisky. mal ja. Schaut mal, wie süß der aussieht. Ja. Und wie gesagt, zwei verschiedene Keksarten sind hier drin. Und zwar sind das die Shortbread, die Mini Fingers and Choc Chip Shortbread. Falls Jo. euch das nichts sagt, macht ja nichts. Deswegen sind wir ja da. Wir gucken jetzt Wir einfach zeigen mal euch flugs das, wie hier das in den aussieht. Köfferchen rein. Hier sehe ich, hier ist noch so ein Ah Tesafilm ja. drüber. Da würde ich mir jetzt hier einen abfummeln. Das geht nämlich noch nicht auf. Da müssen wir die Schere Warte. zur Hilfe nehmen. Warte. Den Siegel. Noch ein? Ist der richtig? Ja. Ja. Habe ich das Köfferchen richtig aufgemacht? Das ist doch süß hier. Oh. Guckt mal. Ja, Frisch nimm du den verpackt. linken, ich nehme den rechten. Schauen wir uns das mal an. Ja, und wo wir davon gerade sprechen, dass es dabei einen englischen Tee geben muss, jedenfalls in meinem Verständnis, habe ich auch hier schon einen englischen Tee. Hast du auch einen, ne? Ja. Was haben wir uns da Ich gemacht? nehme Da habe ich einfach. hier den englischen Tee, trinken wir gerne von den Aldi Espressi. Das sind ja auch so Kapseln wie die Kaffeekapsel, falls ihr die noch nicht kennt. Muss man hinten den Siegel abmachen, das ist ein Aromasiegel. Der schmeckt ziemlich gut. Und der passt natürlich jetzt perfekt. Meiner ist Jawohl. noch nicht gesüßt, den muss Natürlich ich aber auch mit Milch und dem. Zucker, ne? Und heute süße ich mal, um noch ein Produkt vorzustellen, mit den Fairglobe braunen Rohrzucker, Rohrrohzucker und mit feiner Karamellnote. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Du hast, glaube ich, Süßstoff Ich genommen, habe mir ne? schon Süßstoff reingetan, ja. So, oh, das gibt eine Das ist, Krümelage. Mach mal oben halt mal ein bisschen besser auf, bitte. Danke. Wie viel muss ich denn nehmen? Ich würde zwei höchstens nehmen. Gut, ich habe jetzt so Ist ja nur eine anderthalb kleine genommen. Tasse, ne? Ja, so ein kleines. Wir haben ja noch die Kekse. Ein bisschen Ja, Milch noch, so klassisch eine Englisch bitte. I'm a Milch, British ja. girl, I need milk in my tea. Ja, ich trinke meinen ohne Milch. Ich bin dann nicht britisch genug. Das ist a cup of tea, sagt man. Cup of tea. Und ja, du hast den ohne Schoko erwischt. Zeig mal. So sehen die Teile aus. Genau, das sind die Original Shortbread Fingers. Mit Löcher oben drin. Kann man die auch dunken? Die darf man dunken, die muss man dunken. So, ich habe gedunkt. Es tropft nicht. Das wird hier richtig schön ordentlich aufgesogen. Enjoy. Und Da habe ich deinen Löffel in den Wasser jetzt gerührt. noch nicht, rühre noch mal kräftig um für mich, bitte. Ja, erinnere mich an deutsche Butterkekse, Genau, oder so, die ja. meine Oma immer beim Aldi früher gekauft hat, auch in so einer Metalldose, Ja, weißt stimmt, das ist. du? Die dann auch mit Zucker und ohne gibt. Ja. So ähnlich ist das Gebäck auf jeden Fall. Ja. So sieht dann mein englischer Tee aus, Wow. natürlich. Hast du hier noch ordentlich Milch reingetan? Ich trinke erstmal so. Ja, muss. Wo ist die Ich wusste Schere? auch nicht, wo ich das hingekriegt. Wofür gibt es Scheren? Zack. Aber die haben auch eine Aha. eigene Note, obwohl die Butterkekse Hier ähnlich kommen wir sind. der Sache schon näher. Ich brauche Cookies mit Schoko. Krümelmonster mag Cookies mit Schoko. Kann man den trotzdem dunkel, nehme ich Du an, darfst ne? alles dunken. Ich darf alles dunkeln. Ja, dafür sind doch die Kekse da, oder? Oh ja. Die haben immer so einen eigenen Geschmack. Oh ja. Ich kann ihn nicht beschreiben, aber er schmeckt lecker. Also, der schmeckt mir 10-mal besser. Ja? Ja, ich bin einfach Ja. dann doch so ein süßer Mensch. Brauche ein bisschen Schokolade noch dran. Die sind mir Ja, ein gut, bisschen das zu sind so schlicht. klassische. Ja, gut, das sind Teekekse, Ja, ne? da Die muss ich dunkt noch man und 15 Jahre älter werden. genießt man und das ist halt dieses Klassische daran, ne? Ja. Muss man mögen, das stimmt, also. Die schmecken schon. Die sind ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Ne? Ich habe da nicht genug Stil für, vielleicht.
Aber die kann man jetzt nicht vergleichen. Geschmacklich sind die anders gegen. Der Teig Ne? ist schon Ja, anders, der ist ne? komplett anders. Der ist hier wirklich Dieses so ist wirklich Butterkeks und der original. geht in Richtung Cookie, amerikanische Ja, Cookie, genau. nicht ganz so Ist eine süß. nette Mischung. Ich meine, es ist schön, eine Abwechslung zu haben. Mal so, mal Ja. so und dann mal wieder ein bisschen Tee getrunken. Genau. Damit es Ja, auch so ein flutscht. schönes Kaffeekränzchen. Also wir würden euch ja gerne jetzt hier auch Yes, einladen. sir. Also Very erstmal nice. Daumen hoch, liebe Leute, liebe Freunde, für die ersten 10 Abonnenten auf unserem Oh Kanal. yeah. Diese 10 Abonnenten würden wir Danke, jetzt gerne danke. einladen hier zum Kaffee- und Teekränzchen. Ja. Danke, dass ihr uns abonniert Greift habt. zu. Oder natürlich auch ein Schokokookie. Ja, was haben wir dafür bezahlt und wo haben wir das bekommen? Das haben wir Der in Metro. Amazon, nein, 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 Amazon Ja? gekauft. Ich verlinke euch das auch, wenn euch das interessiert. Ich habe so ein bisschen durch die Amazon-Rezension gestöbert und oh, jeder zweite schreibt davon, dass das ein Geschenk ist. Das verschenkt man natürlich Ja, gerne. ist ja auch süß, Die ne? Packung, die ist hier mit Relief gearbeitet. Das ist nicht nur so einfach aufgedruckt hier. Es ist ganz ordentlich und nobel. Und anscheinend ist das nobel genug, dass das viele Leute verschenken, unter anderem für Hochzeiten, dass sie da noch was reinpacken zu den Keksen oder die Kekse rausnehmen sogar und irgendwelchen anderen Kram reintun. Oder wenn einer eine Reise nach Schottland macht, vorab da eben das schenken, so als Ja, Köfferchen oder einen cool. Reisegutschein. Ja. Ja, das sind so einige Sachen. Und gekostet hat das, glaube ich, 14, 15 Euro die Ecke. Und das sind 250 Gramm, wenn mich das nicht täuscht. Werfen wir noch mal einen Blick hier auf den Zettel. Wo steht das? Hier nicht. Hier auch Ja, nicht. oder? Der Doch. muss hier unten irgendwo stehen. Nee, Ounces steht 250 Gramm. 250 stand hier unten. Nee, am Zettel stand Obwohl ich 250. hier auch bei Amazon gekauft habe, kein Problem. Die sind ordentlich haltbar. Die habe ich schon für etliche Monaten gekauft. Die sind immer noch bis Ende des Jahres haltbar. Da hat man ja manchmal noch so ein bisschen Bedenken bei Online-Händlern, Lebensmittel kaufen. Die können einen ja schicken, was sie wollen von dem Haltbarkeitsdatum. Aber bis jetzt habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Doch, einmal. Da haben wir diese Kaugummis gekauft. Die waren schon alle Ja, steinhart. die waren total Das hart. war aber ein Händler. Ich glaube, das war nicht Amazon selber. Ist auch gut für Kinder, so kleine Kekschen. Ja. Die mögen auch so eine Und kleine wenn Handvoll. hier, habe ich das richtig verstanden, wenn hier Mini-Shortbread Die dicken, die sind draufsteht, normalerweise sind die so lang. all die sind viel größer. Aber So so, dick. also hier so Fingerfood finde ich dann interessanter. Ja, die gibt's wirklich. Die sind Ne? richtig so dick und wirklich lang. Also richtig wie eine Fingerlänge. Ich mag auch die dicken, großen, langen. Ja, ich denke, das Köfferchen werden wir noch lange in Ehren halten. Ne? Oh ja. Da werden die Kinder mitspielen, sehe ich jetzt gleich schon durchs Zimmer laufen. Und ja, wirklich schön. Wirklich schön. Finde Da ich auch bekommt man schön. was fürs Geld. Ja, auch die andere Seite ist auch total. Ach ne, was ist das mit den Hunden? Mit den Genau. Hunden hier, ne? Voll süß. So Ja. ein richtig original Schottisch Terrier. Gefällt mir richtig Feserhunde. gut. Und damit kommen wir auch schon Ja. zur Bewertung. Wie ihr wisst, wenn ihr uns schon öfters mal gesehen habt. Wir können jeder bis zu 3 Sterne vergeben, je nachdem, wie uns das Produkt gefällt. Und ich vergebe 2 mindestens und auch noch den dritten Stern. Dann haben wir 3 Sterne und du gibst 2 Sterne. Magst du sagen, warum du einen abziehst? Ja, das musst du ein bisschen begründen, ne? Also früher waren das meine absoluten Lieblingskekse, aber ja, also ohne Tee würden sie mir, glaube ich, jetzt nicht so gut schmecken. Du meinst, Also weil sie schmecken mir, aber man muss sie mit Tee trinken. musst du immer Ne? mit Tee trinken, ja? Ich finde die Idee auch total schön und süß und Na komm, dann gib dir einen Ruck und gib noch den dritten Stern. Weil keiner sagt, dass ja, das gut, das Produkt stimmt. für jederzeit ist. Das ist ja schon Ja, es sehr, ist sehr ja halt speziell, schon, ne? ja, das stimmt. Es ist nur Einzigartig. Teegebäck für uns. Ja. Und da erfüllt es dann volle Ja, doch, Qualität das oder schon. nicht? Doch, Also mir qualitätsmäßig schmeckt das hier schon. super. Mir schmeckt das Schaut auch mal, gut. Ich liebe das mit dem Tee. ich konnte jemanden überzeugen, wir machen hier 6 Sterne voll. Das ist mir irgendwie auch wert gewesen, also wichtig gewesen. Und das gibt jetzt auch einen schönen großen Applaus. Schöne Grüße nach Schottland, schöne Grüße an die Firma Walkers. Wir sind nicht gesponsert worden, es schmeckt uns trotzdem sehr gut. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen
freuen wir uns, wie immer, ratet mal, worüber freuen wir uns? Über eine Postkarte, Variante A, über einen Anruf, 2, oder über einen Daumen hoch, 3. Richtig, wir freuen uns am meisten über einen Daumen hoch, aber ihr könnt auch gerne eine Postkarte schicken. Und abonnieren. Ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cheers, bye. Hier, das sagt man auch beim Tee. Wenn man einen Tee hat, schon.